Mein persönlicher Überraschungshit auf der E3 ist tatsächlich Sniper Ghost Warrior 3. Das liegt natürlich auch daran, dass ich überhaupt nichts erwartet habe. Aber was ich jetzt gesehen habe anhand der Gameplay-Demo, die ich leider nicht selbst spielen konnte, sieht ziemlich cool aus. Sniper Ghost Warrior, wie schon vorher vermutet, wird ein Open-World-Spiel. Und wer jetzt denkt, so was, Sniper, macht das Spaß? Tatsächlich ist das Szenario genau das, was ich mir seit langem mal bei einem Schleichspiel wünsche, nämlich so ein Behind-Enemy-Lines-Szenario. Man ist da mitten in Georgien, in einem Alternativszenario, wo ein kalter Krieg zwischen USA und dem Osten kurz davor ist, heiß zu werden. Und man ist in einer Welt, in der A, die Natur sehr, sehr feindselig ist und B, jeder Mensch, dem man begegnet, einen ziemlich wahrscheinlich umbringen will. Die Entwickler versprechen, dass es mehrere Parteien gibt. Das heißt, man kann auch Verbündete gewinnen. Das soll sehr dynamisch werden. Davon hat man jetzt in der Gameplay-Demo noch nichts gesehen. Was man aber gesehen hat, war die Freiheit, die man tatsächlich hat, um seine Aufträge zu erfüllen. Also in der Gameplay-Demo sollte man einen General erledigen, der mitten in einem streng bewachten Komplex ist. Und tatsächlich ist der Probenspieler da komplett frei gewesen, wie er da rangehen soll. Er hat dann erstmal rumgespäht, wo sind überall die Scharfschützen, wo kann man was machen, hat eine Drohne rausgeschickt, die beinahe entdeckt worden wäre. Und dieses ganze Pirschen, Routen ausspähen, Patrouillen abchecken, das ist das, was mich früher an Schleichspielen, als sie noch nicht so geradlinig waren, fasziniert hat. Und genau das macht das Spiel wieder. Es ist bockeschwer. Das heißt, 2-3 Kugeln bringen einen um. Die Wachen rufen sofort Verstärkung, wenn sie einen entdecken. Das heißt, Planung ist das A und O in Sniper Ghost Warrior 3. Und genau das wünsche ich mir von einem Schleichspiel, dass ich am Ende das Gefühl habe, wenn dieser eine Schuss sitzt, wenn dieser eine Schuss den General erledigt, inmitten seiner Leute, niemand das mitbekommen hat, das ist dieser Moment, den ich herbeisehne bei einem ordentlichen Schleichspiel. Ich kann alternativ aber auch einfach in diese Basis rein und den Typen mit einem Messer erledigen. Das ist spielerische Freiheit, wie ich sie mir wünsche. Fragezeichen schwebt im Moment noch ein bisschen über der Technik, weil die Demo tatsächlich eine sehr, sehr schwache Bildrate hatte. Auf der anderen Seite sah es optisch dafür ziemlich beeindruckend aus. Muss man da abwarten, wie das mit Bugs und Performance am Ende aussehen wird. Sollte das aber wirklich rund werden, glaube ich, könnte Sniper Ghost Warrior 3 ein klasse Open-World-Spiel werden und tatsächlich das Scharfschützenspiel und das Schleichspiel, das ich mir seit Ewigkeiten gewünscht habe.